Militärhubschrauber spielen bei Seeland- und Luftoperationen eine lebenswichtige Rolle. Sie überwachen, klären auf und geben Feuerunterstützung. Auch die Spezialkräfte setzen auf die Mobilität und Flexibilität von Hubschraubern. Die Anforderungen an den Hubschrauber für Spezialkräfte sind natürlich vielfältig. Das ist unser H-45M, einer der neuesten Hubschrauber der Bundeswehr, die wir haben. Hubschrauber sind im Rettungs-, Transport- und Kampfeinsatz. Ich habe einen Kontakt in ungefähr 1700 Yards Abstand. Seit über 60 Jahren sind Hubschrauber bei der Bundeswehr im Einsatz. Schnell, treffsicher und gefürchtet. Okay, dann geht das erste Triebwerk an. Mike Lock, your engine main switch. 3, 2, 1, idle. Clock start. Idle, starter engaged. Der erfolgreiche Einsatz von Hubschraubern entscheidet oft über Leben und Tod. Wendigkeit und Transportkapazität machen ihn zu einem unersetzlichen und verlässlichen Transporthubschrauber, den NATO-Helikopter NH90. Die Zukunft liegt darin, dass wir sowohl autonome als auch teilautonome Hubschrauber fliegen lassen. Grafenwöhr in Bayern. Piloten des Hubschraubergeschwaders 64 trainieren gemeinsam mit Spezialkräften der Marine und Fallschirmjägern des Heeres einen Medevac-Einsatz, eine medizinische Evakuierung. Los, auf geht's, nimm ihn auf! Hubschrauber vom Typ H-145M der Luftwaffe schützen dabei die Spezialkräfte aus der Luft vor weiteren Angriffen. Die Luftwaffe sichert dabei unter Gefechtsbedingungen den Einsatzraum, während die Verwundeten stabilisiert und dann zu einer provisorischen Landezone transportiert werden. Neben den beiden Piloten gehört mindestens ein Tactical Operator zur Besatzung. Er dient im Einsatz auch als Bordschütze und gibt bei einer Evakuierung Feuerschutz. Hier geht es in erster Linie tatsächlich um Selbstschutz. Also wir haben die Möglichkeit, aus dem Hubschrauber heraus, gerade in der Phase der Anlandung zum Beispiel, wenn wir irgendwo in ein Kampfgebiet anlanden, um einen Verwundeten zu retten, um dann die Hubschrauber aus dem Hubschrauber heraus auch selbst beschützen zu können. Denn die Transporthubschrauber haben per se keine Bewaffnung. Die Landung zur Aufnahme der Verwundeten ist der kritischste Punkt des Einsatzes. Der Rettungshubschrauber bietet dabei für feindliches Feuer ein leichtes Ziel. Auch wenn die Landezone von weiteren Kräften aus der Luft und am Boden abgesichert wird. Der H-145M LUH SOF ist schnell und leise. Beste Voraussetzungen für das Einsatzszenario. Die wendige Maschine ist das bevorzugte Transportmittel von Spezialkräften. Die Anforderungen an den Hubschrauber für Spezialkräfte sind natürlich vielfältig. Es ist ein regelrechtes Paket. Die Maschine muss weltweit, unabhängig der klimatischen Bedingungen oder der geografischen Lage, einsetzbar sein. Zuverlässigkeit spielt natürlich eine große Rolle, auch für die Verlegbarkeit. Es muss schnell gehen, wir müssen reaktionsschnell eingesetzt werden können, Personal transportieren können, aber auch den Feuerkampf aus der Luft unterstützen, beziehungsweise die Kameraden am Boden unterstützen durch Aufklärung. Aber wir haben mit dem LUH tatsächlich eine Maschine, die sehr zuverlässig ist und die tatsächlich auch dafür ihren Zweck erfüllt. Der leichte Hubschrauber wurde bei der Bundeswehr für die Spezialkräfte eingeführt. Insgesamt verfügt das Hubschraubergeschwader 64 über 15 Maschinen. Zwei Gasturbinen mit je 771 PS Leistung bringen den leer nur knapp 1,8 Tonnen wiegenden Mehrzweckhubschrauber auf eine Höchstgeschwindigkeit von 268 Kilometern pro Stunde. Die Nutzlast, Passagiere, Treibstoff und Bewaffnung beträgt weitere 1,8 Tonnen. Bei einer Reichweite von 663 Kilometern erreicht der H-145M eine maximale Flughöhe von knapp über 6000 Meter. Bis zu 11 Personen finden in der Maschine Platz. Oberstleutnant Stefan Bauer ist Pilot und Leiter des Bereichs Weiterentwicklung im Hubschraubergeschwader 64. Er kennt den Spezialkräftehubschrauber in- und auswendig. Ja, vielleicht erstmal allgemein zum Hubschrauber. Das ist unser H-145M, LUH SOF, einer der neuesten Hubschrauber der Bundeswehr, die wir haben. Wir haben hier bewusst auf ein ziviles Muster zurückgegriffen, um quasi die Beschaffung schnell einzuleiten und haben dieses Muster für unsere Zwecke angepasst. Was man hier auch vorne ganz gut ersehen kann, ist das Kamerasystem, was wir haben. Das ist ein Hochleistungskamerasystem mit mehreren Tag- und Nachtkameras, einem Laser zur Entfernungsmessung und weiteren Details, die ich nicht gar nennen kann. Aber man kann nur sagen, das ist eines der besten Kamerasysteme, was wir derzeit in der Bundeswehr verwenden können.
Neben einer zusätzlichen Panzerung verfügt der H-145M über eine elektronische Selbstschutzanlage und garantiert so ein hohes Maß an Sicherheit im Einsatz. Erkennt das System feindlichen Raketenbeschuss, stößt es automatisch sogenannte Flares aus, bis zu 2000 Grad heiße Magnesiumfackeln, die anfliegende Raketen täuschen und vom Hubschrauber ablenken sollen. Oberstleutnant Nolte führt als Staffelkapitän die Hubschrauberbesatzungen in den Einsatz. Das Luftfahrzeug wird taktisch in verschiedenen Variationen beflogen. Das bedeutet, wir können mit einem Luftfahrzeug unterwegs sein oder mit vier Luftfahrzeugen oder mit sechs, je nachdem, welchen Kernauftrag wir haben. Das bedeutet für uns, dass wir zum Beispiel mit einem Luftfahrzeug eine Absicherung gestalten können und mit einem anderen Luftfahrzeug entsprechend dann Kräfte vom Boden aufnehmen oder wieder absetzen, irgendwohin verbringen und. Also die Variation ist verdammt groß. Der Spezialkräfte-Hubschrauber kann mit zwei MG-6 Minigun bewaffnet werden. Zwei Tactical Operator bedienen dabei die beiden MG. Sie überblicken jeweils 180 Grad im Zielgebiet und können so eine wirksame Feuerunterstützung aus der Luft geben. Das MG-6 arbeitet nach dem sogenannten Gatling-Prinzip. Durch die sechs sich drehenden Läufe hat die Waffe eine Kadenz von bis zu 3000 Schuss pro Minute und kann Ziele auf bis zu 1200 Meter Entfernung bekämpfen. Im rückwärtigen Laderaum des Hubschraubers befindet sich die Batterie für den elektrischen Antrieb der 6 MG-Rohre. Die Munitionszuführung erfolgt über einen Gurtkanal von den Munitionsbehältern zur Waffe. Die beiden Magazine fassen jeweils 4000 Schuss. Der H-145M ist voll nachtkampffähig. Verschossen wird dann grundsätzlich Leuchtspurmunition, die das Zielen erleichtert. Anders als beim Tagschießen über das Visier beobachtet der TAC-Op bei Dunkelheit die Leuchtspurgeschosse und richtet so seine Waffe in das jeweilige Ziel. Einsätze bei Nacht stellen auch die Piloten vor besondere Herausforderungen. Ihr Blickfeld ist dann stark eingeschränkt, denn sie können sich nur über Nachtsichtgeräte orientieren. Deshalb trainieren die Besatzungen immer wieder solch spezielle Einsatzszenarien. Viele der Hubschrauber, die bei der Bundeswehr zum Einsatz kommen, stammen aus dem Airbus-Werk im bayerischen Donauwörth. Rund 7000 Mitarbeiter bauen hier vier verschiedene Hubschraubertypen. Auch der Spezialkräfte-Hubschrauber H-145M wird hier produziert. Die Produktion des leichtgewichtigen Hubschraubers beginnt mit dem Zuschneiden von Kohle- und Glasfasergewebe. Aus diesen beiden Materialien entsteht dann später der Hightech-Werkstoff Carbon. Das Besondere daran, Carbon ist ultrafest und dabei sehr leicht. Das Material hier ist Kohlefasergewebe, einzelne Fasern, die hier mit einem Hartsystem getränkt sind. Der klassische Flugzeugbau war früher eigentlich Aluminium. Bloß in der heutigen Zeit geht der Trend immer mehr zu Kohlefaser. Kohlefaser ist ein ganz leichter Werkstoff. Natürlich, der Hubschrauber wird dementsprechend auch leichter. Dadurch kann er dementsprechend auch länger in der Luft bleiben. Jedes der vier Rotorblätter wiegt jeweils 40 Kilogramm, ist 5 Meter lang und dreht sich mit rund 380 Umdrehungen pro Minute. In der Abteilung zur Spannung entstehen die sogenannten Rotorsterne. Hightech-Fräsen bringen die geschmiedeten Rohlinge aus Titan bis auf das Tausendstel eines Millimeters in Form. Höchste Anforderungen werden an die Qualität des Bauteils gelegt, denn der Stern muss später absolut rund und schwingungsfrei laufen. Dieser 15 Kilogramm schwere Rotorstern ist fertiggestellt. Sein Wert liegt bei 25.000 Euro. In der Hauptkomponentenmontage wird der Kabinenrahmen mit der Hubschrauberzelle vernietet. Diese Verbindungen sind wesentlich flexibler als Verschraubungen oder Schweißnähte. Nebenan verlegen 50 Mitarbeiter die elektrischen Leitungen. Mehrere Kilometer Kabel verschwinden in jeder Maschine. Je nach Hubschrauber dauert die Arbeit bis zu 18 Tage. Die Mittelkonsole ist die Basis von der Verkabelung, wo dann die ganzen Geräte für Pilot und Co-Pilot draufkommen. Hier wird schon spezifisch, welche Geräte, welche Displays stehen im Pilot zur Verfügung, vor allem was ist das für ein Kunde und was für Funktionen braucht der Kunde.
In der Militärversion H145M LUH SOF ist das derzeit weltweit modernste Bordelektroniksystem Helionix verbaut. In der Endfertigung werden die beiden Triebwerke auf dem Dach des Hubschraubers montiert. Sie treiben später die Rotoren an. Jedes einzelne der beiden Triebwerke wiegt 135 Kilogramm. Eine hitzebeständige Verkleidung aus Carbon verschließt den Antrieb. Jetzt kann der Heckausleger des Hubschraubers montiert werden. Der Innenausbau dauert 10 Tage. 11 dieser Innenverkleidungen montieren die Fluggerätemechaniker. Danach sind auch alle Kabel verschwunden. Im Innenraum wird dann später die militärische Ausrüstung, wie zum Beispiel Halterungen für die Bordbewaffnung, Funkgeräte, Sitze und die Sicherungstechnik für den Tactical Operator installiert. Zusätzlich bekommt der Hubschrauber eine Abseilvorrichtung. Nach gut 4 Monaten ist es dann soweit. Ein brandneuer Hubschrauber steht den Spezialkräften der Bundeswehr für den militärischen Einsatz zur Verfügung. In der Nordsee ist die Fregatte Schleswig-Holstein auf U-Boot-Jagd. Gegnerische Unterwassereinheiten stellen eine besondere Gefahr dar. Die Ortung und im Ernstfall Bekämpfung feindlicher U-Boote ist eine der Hauptaufgaben der deutschen Marine. Zur U-Boot-Abwehr setzt die Schleswig-Holstein ihre beiden Bordhubschrauber vom Typ Sea Lynx ein. Dabei dient ein Lynx zur Ortung des Ziels, der zweite übernimmt die Bekämpfung mit seinen beiden Torpedos. Korvettenkapitän Lars Scheuer ist einer der beiden Piloten, die an der heutigen Übung beteiligt sind. Das Besondere, wenn wir im Einsatz vom Schiff aus starten, ist, dass wir in der Regel aus sogenannten Bereitschaftsstufen starten. Es gibt den Alert 60, den Alert 30, den Alert 10. Letzterer ist die höchste Bereitschaftsstufe und bei diesem Alert müssen wir innerhalb von 10 Minuten in der Luft sein. Durch ihre Reichweite und Geschwindigkeit vergrößern die Bordhubschrauber Sea Lynx den Aktionsradius der deutschen Kriegsschiffe erheblich. Eine Grundvoraussetzung für die frühzeitige Aufklärung und erfolgreiche Abwehr feindlicher U-Boote. Ständig halten die Jäger mit der Operationszentrale der Fregatte Kontakt und melden jeden potenziellen Feindkontakt. Dafür ist der Sea Lynx MK-88A mit einem Tauchsonar, einem Rundumradar und einem Infrarotsensor ausgerüstet. Die Besatzung des Sea Lynx besteht aus 3 Soldaten, dem Piloten, dem Co-Piloten und einem Operator. Dieser bedient das sensible und tiefenvariable Sonar für die Unterwasserortung. An Bord des zweiten Sea Lynx befindet sich ein U-Jagd-Torpedo MU-90. Von der Fregatte in das ungefähre Zielgebiet geführt, schwebt nun der Hubschrauber über dem wahrscheinlichen Kontakt und taucht seinen Sensor in die Nordsee. Während die Piloten den Sea Lynx im Schwebeflug halten, kann der Operator über die sogenannte Sonarkeule nach Geräuschen suchen, wie sie zum Beispiel Schiffsschrauben verursachen. Der Hubschrauber kann auch Echosignale aussenden, die von einem möglichen Ziel zurückgeworfen werden. Entscheidend für den Erfolg der Mission ist die Fähigkeit des Operators, mittels seiner Ohren aus dem Sonarecho zu erkennen, ob es sich tatsächlich um ein U-Boot handelt. Vor allem im Passivbereich, also wenn wir nur horchen sozusagen, dann können wir eine Richtung bestimmen, aus der der Kontakt, nennen wir es jetzt ein U-Boot, kommt. Wir können aber keine Entfernung bestimmen. Wir hören da zum Beispiel eine Geräuschspeicher, also ein Geräusch unter Wasser und können dann sagen, aus welcher Richtung es kommt. Wenn wir dann aktiv gehen, um die Suche quasi zu verfeinern, senden wir selbst aktiv ein Signal aus und können dann quasi das Echo vom Kontakt auswerten und damit auch Richtung und Entfernung bestimmen. Und so unter Vector All, Tucker Operator. Ja, ich habe einen Kontakt in ungefähr 1700 Yards Abstand
aber ich habe noch keine Richtung. In der Operationszentrale der Schleswig-Holstein laufen die Meldungen des Hubschrauber-Sonar-Operators beim sogenannten U-Jagd-Offizier ein. Dieser ergänzt die Suchergebnisse des Hubschraubers mit den eigenen Daten, die das Schiff mit seinen Systemen zur Seeraumüberwachung gewonnen hat. Der in der Luft lauernde zweite Jäger empfängt diese Zieldaten und bekämpft dann den Gegner mit seinen U-Jagd-Torpedos. Sind die Sea Lynx nicht an Bord der Fregatte, sind sie auf dem Fliegerhorst Nordholz stationiert. Das Marinefliegergeschwader 5 ist für den Betrieb aller Hubschrauber der deutschen Marine zuständig. Korvettenkapitän Lars Scheuer und seine Kameraden beginnen früh mit ihrem Arbeitstag im Geschwader. Zuerst geht es zum morgendlichen Briefing. Als Hubschrauber-Einsatzoffizier bereitet Lars Scheuer die Einweisung seiner Kameraden vor. Dazu sammelt er alle für den Auftrag relevanten Einsatzdaten. Eine genaue Position des Schiffs haben wir im Moment noch nicht. Angekündigt werden die irgendwo in Richtung Nordwesten quasi von Helgoland stehen, also unweit unseres Schießgebiets. Unser Schießgebiet ist quasi hier oben eingezeichnet, die EDD-Vorbahn Alpha, mit den entsprechenden Punkten, mit dem Windpark hier oben. Das heißt, fürs Schießen selbst werden wir uns irgendwo in der südöstlichen Ecke aufhalten, auch ein bisschen davon abhängig, welche Schiffe da noch unterwegs sein werden. Wir müssen unsere Safety-Sektoren einhalten und wir müssen natürlich nochmal aufs Wetter achten. Auf den Fregatten der deutschen Marine ist der Bordhubschrauber Sea Lynx MK-88A ein wichtiges Bauteil des gesamten Waffensystems. Zwei Rolls-Royce-Turbinen mit je 1000 PS bringen den 5,3 Tonnen schweren Hubschrauber auf eine Höchstgeschwindigkeit von 325 km pro Stunde. Seine Reichweite beträgt 620 km. Die maximale Betriebsflughöhe 3600 Meter. Mit dem Sea Lynx können neben der Besatzung von 3 Piloten bis zu 8 weitere Personen transportiert werden. Insgesamt verfügen die deutschen Marineflieger über 22 Sea Lynx MK-88A. Nach dem Briefing geht es für die Besatzungen der beiden Einsatzhubschrauber an die sogenannten Vorflugkontrollen der Maschinen. Wir gehen einmal komplett ums Luftfahrzeug und überprüfen den Vorflug, nennen wir das. Die ganzen Sachen, die hier so sind, zum Beispiel hier, dass die Schrauben alle zu sind, da oben der Ölstopfen da ist, die Flotte stabil ist, nicht locker, das Licht in Ordnung ist, die Rotorblätter vom Heckrotor, da gibt es hier auch den Ölstand vom Getriebeöl, der ist in Ordnung. Hier vom Zwischengetriebe, der Ölstand ist auch in Ordnung, das sieht gut aus. Die Nordsee ist heute das Ziel der beiden Hubschrauberbesatzungen. Es geht zum Übungsschießen in die deutsche Bucht, nahe Helgoland. Bereits zweimal war Korvettenkapitän Lars Scheuer mit seinem Sea Lynx bei der internationalen Mission Eunavor mit Irini im zentralen Mittelmeer eingesetzt. Bei dieser Militäroperation setzt die Europäische Union das Waffenembargo der Vereinten Nationen gegen Libyen durch. Das beinhaltet auch das Orten und Durchsuchen verdächtiger Schiffe im Einsatzgebiet. Immer wieder begegnen der Sea Lynx Crew auf der Nordsee große Handelsschiffe. Speziell vor der Küste Somalias geraten solche Schiffe auch in die Gefahr, durch Piraten gekapert zu werden. Bundeswehrsoldaten haben bereits mehrfach Überfälle dieser Art vereitelt und die Angreifer festgesetzt. Der Kommodore des Marinefliegergeschwaders 5, Fregattenkapitän Carsten Holtgreve, kennt solche Szenarien gut. Das MFG 5 unterstützt die Bundeswehr in ihren Aufgaben natürlich weltweit. Das geht bis hin zu Einsätzen von spezialisierten Kräften, von Spezialkräften, die im Rahmen eines Boarding zum Beispiel abgesetzt werden auf zu kontrollierenden seegehenden Einheiten, Frachtern, Containerschiffen und Ähnliches. Und genau das trainieren die Bundeswehrsoldaten immer wieder. Das Absetzen im Fast-Roping-Verfahren vom Marinehubschrauber Sea Lynx.
Diesmal sind die spezialisierten Kräfte der Luftlande-Pionierkompanie 270 aus dem niedersächsischen Seedorf in Nordholz an Bord. Was am Tag gut funktioniert, muss auch nachts abrufbar sein. Punktgenau müssen die Soldaten auf den Schiffen landen, um danach sofort den Kampf aufnehmen zu können. Auch das trainieren die spezialisierten Kräfte der Bundeswehr immer wieder. Korvettenkapitän Lars Scheuer und seine Crew sind inzwischen in ihrem Übungsgebiet in der deutschen Bucht angekommen. Der Bordschütze übt hier nun verschiedene Verfahren, um ein kleines und wendiges Schlauchboot mit kurzen, präzisen Feuerstößen zu warnen. So soll es von seinem ursprünglichen Kurs abgebracht und zur Aufgabe gezwungen werden. Im Notfall wird das vermeintliche Piratenboot mit dem Maschinengewehr M3M gezielt beschossen. Solche Manöver erfordern ein eingespieltes Hubschrauberteam. Besonders hohe Anforderungen werden hierbei an den Piloten gestellt. Er muss den Hubschrauber ruhig und stabil halten und den Bordschützen so dicht wie möglich an das Ziel heranfliegen. Dabei muss er möglichst immer außerhalb einer möglichen Gefährdung durch feindlichen Beschuss bleiben. Das erfordert eine gute Ausbildung und große Erfahrung. Zunächst mal würde ich unterscheiden zwischen einer Anfangsausbildung, also wir machen einen jungen Menschen zu einem Piloten, und der dann daran anschließenden Einsatzausbildung. Wir bereiten diesen jungen Menschen auf einen Einsatz vor. Und das Ziel ist dort auch etwas unterschiedlich gelagert. Während wir in der ersten Phase der Ausbildung Wert darauf legen, dass ein junger Luftfahrzeugführer oder eine junge Luftfahrzeugführerin den Hubschrauber im Schlaf beherrscht, kommt es in der zweiten Phase darauf an, den Hubschrauber einzusetzen und den Gefechtswert letzten Endes auch möglichst gut an Mann und Frau zu bringen, an die Landstreitkräfte, die unterstützt werden. Und das bedeutet, dass wir im Rahmen der Ausbildung immer mal wieder den Schwerpunkt verlagern müssen. Aber das Ziel der Gesamtausbildung als Ganzes ist natürlich, eine einsatzbereite Besatzung zu haben, die sich aufeinander verlassen kann und die jeden Handgriff so kennt, dass sie ihn ausführen können, wenn man sie nachts weckt und etwas abfragt. Dann müssen die Handgriffe sitzen, dann muss man nicht überlegen, sondern das muss ein automatisiertes Fliegen des Hubschraubers sein. Und dann kann ich mich auf den Einsatz konzentrieren und auf das, was ich eigentlich mit dem Hubschrauber machen soll. Okay, dann geht das erste Triebwerk an. Mike Lock, your engine main switch. 3, 2, 1, idle. Clock start. Idle, starter engaged. And one rising. Motor dreht. Total ignition. Bückeburg in Niedersachsen. Kapitänleutnant Daniel Höser und sein Flugschüler Sebastian Adam starten ihren heutigen Ausbildungseinsatz. Trainer 6, ja, line up lane Bravo. Wind 360 degrees 400. Genau. Trainer 6, Attic Cloud, lane Bravo direkt. Okay, take off check. Auf dem Schulungshubschrauber EC-135 absolvieren alle zukünftigen Helikopterpiloten der Bundeswehr ihre fliegerische Grundausbildung. Die theoretische und eine erste Ausbildung am Simulator hat Flugschüler Kapitänleutnant Sebastian Adam bereits erfolgreich bestanden. Hier in Bückeburg befindet sich das internationale Hubschrauber-Ausbildungszentrum der Bundeswehr. Es ist die zentrale Ausbildungseinrichtung für Heer, Luftwaffe und Marine sowie für internationale Trainingsteilnehmer. Die Flugschüler lernen hier nicht nur die Beherrschung eines Helikopters nach Sichtflugregeln, sondern erhalten auch die Qualifikation für den Instrumentenflug und den sogenannten Sensorflug im Nachttiefflug. Zwei Turbomeca-Triebwerke mit je 643 PS geben dem EC-135 eine Höchstgeschwindigkeit von 260 km pro Stunde. Die Reichweite des 2,8 Tonnen schweren Hubschraubers beträgt 625 km. Die maximale Betriebsflughöhe liegt bei 6.000 Metern. Zu der zweiköpfigen Besatzung finden noch bis zu 3 Passagiere Platz. Der EC-135 ist weltweit einer der bevorzugten Hubschrauber zum militärischen Flugtraining. Außerdem wird er bei der zivilen Luftrettung und bei Polizeikräften eingesetzt. Der Hubschrauber hat ein Glascockpit mit moderner Instrumentenausstattung, ähnlich dem des Kampfhubschraubers Tiger, der CH-53GA und des NH-90. Alle drei Hubschraubermuster sind in großer Stückzahl bei der Bundeswehr im Einsatz. Wichtiger Bestandteil der Pilotenausbildung ist auch die Vorbereitung für einen sogenannten Navigationsflug.
Flugschüler Kapitänleutnant Sebastian Abam hat dafür im Vorfeld einen ganz konkreten Flugauftrag erhalten. Das Ziel des heutigen Ausbildungsfluges: ein Bundeswehrflugplatz in ca. 50 Kilometer Entfernung. Wir führen durch Take-off in Bückeburg, hier in der VAD. Hier sind zwei große Industriegebiete mit entsprechend hohen Schornsteinen. Da müssen wir dann aufpassen, dass wir dem nicht zu nahe kommen. Okay. Temperatur 20 Grad, alles safe. Flugdurchführbar? Flugdurchführbar. Grundvoraussetzung für eine Verwendung als Luftfahrzeugführer bei der Bundeswehr ist die Eignung als Offizier. Die anschließende Hubschrauberführer-Grundausbildung dauert etwa 17 Monate. Danach folgt die weiterführende Ausbildung auf dem jeweils zugewiesenen Waffensystem. Der Status Einsatzpilot wird je nach Teilstreitkraft und Hubschraubertyp nach etwa 3 bis 4 Jahren erreicht. Für die beiden Piloten geht es jetzt zu einem Außenlandeplatz der Bundeswehr in Sulingen. Hier soll der Flugschüler das schnelle und dabei präzise Landen seines Hubschraubers trainieren. Solche Manöver sind wichtig, denn Zeit ist ein Risikofaktor in kritischen Situationen. Ob bei der Geiselbefreiung oder im bewaffneten Kampf. Je schneller der Hubschrauber Soldaten absetzt und wegfliegt, umso geringer ist die Gefahr eines Abschusses. Gut. So, left side sieht schon mal gut aus. Okay, turning left now. So, jetzt werden wir hier den Außenlandeplatz Sulingen beehren, wo die Flugschüler die ersten Flugbewegungen auch gemacht haben. Hier kann man ganz wunderschön Platzrunden fliegen üben und eben starten, landen, hovern und alles, was dazu zählt. Genau, ne? 500 Fuß, 65 Knoten. Left Base, das passt. Hier unten ist der zweite Hochsitz, ne? Ja. Und ich leite ein in 3, 2, 1, jetzt. Na, jetzt musst du sie noch mal ein Stück tragen. Ja, wir sind schon ein bisschen tief, ne? Ja. Genau. Und denk dran, es ist kein Wind da, ne? Ja, der fehlte gerade statt. Genau. Gleich bis zum Boden. Bis zum Boden, Leute. Im Panel. Kontakt, Maschine steht. Also Platzrunde war ganz gut, ne? Ja. Hast du ganz gut gemacht. Du musst dann nur aufpassen, dass du auch den Turning Point wieder richtig triffst, ne? Wenn du dann in die Sinkflugkurve gehst, dann macht das ein bisschen aktiver. Also Collective runter, Nase hoch und dann in den Turn. Nach ihrer Ausbildung in Bückeburg werden die Piloten dann auf dem jeweiligen Muster unter anderem bei Rettungs-, Feuerlösch-, Evakuierungs- und internationalen Kampfeinsätzen ihre Maschinen fliegen. 1955 wird die Bundeswehr als der NATO angegliederte Armee gegründet. Ein kalter Krieg herrscht zwischen Ost und West. Im Jahr 1957 stellt die Bundeswehr ihre ersten Hubschrauber in Dienst. Besonders beliebt beim Heer ist die Alouette II. Ihre Aufgaben: Schulung, Aufklärung und Transport. Der leichte Hubschrauber war einer der ersten in Serie gefertigten Hubschrauber mit einer Gasturbine als Antrieb und bis in das Jahr 2008 bei der Bundeswehr im Einsatz. Die Bell UH-1D, Spitzname Hui, wird 1967 bei Heer und Luftwaffe eingeführt. Großauftrag für die Luftfahrtindustrie in der Bundesrepublik. Seit einigen Wochen läuft der Lizenzbau des neuen Bundeswehr-Hubschraubers vom Typ Bell UH-1D auf vollen Touren. Eine der wichtigsten Aufgaben des Hubschraubers war der sogenannte SAR-Einsatz, der Luft- und Seerettungsdienst. 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr. SAR heißt das Stichwort. Search and Rescue. Also Suche und Rette. Die Bell UH-1D und ihre Crew auf dem Weg von Landsberg ins Bergland. Im SAR-Einsatz kostet Zeit nicht nur Geld, sondern viel mehr. Vielleicht ein Menschenleben. Die Lebensretter der Bergwacht werden fast wie im Fluge aufgenommen und bereits wenige Minuten später am Fuße der Steilwand wieder abgesetzt. 1400 PS treiben den bei Dornier für die Bundeswehr in Lizenz produzierten legendären Hubschrauber an. Nach einem halben Jahrhundert wurde die Hui am 12. April 2021 dann in ihren verdienten Ruhestand verabschiedet.
Ebenfalls im lebensrettenden SAR-Einsatz war die Sikorsky H-34G. Bereits 1957 bei der noch jungen Bundeswehr in Dienst gestellt, hat der Hubschrauber Platz für 18 Passagiere oder 12 Krankentragen. Von 1963 bis 1975 fliegt die H-34G auch bei Marinefliegergeschwader 5. Auf SAR-Einsätze hat sich das Marinefliegergeschwader 5 in Kiel-Holtenau spezialisiert. Mit seinen Außenstellen auf den Nordseeinseln Borkum und Sylt steht es Tag und Nacht bereit. Ein Produkt des Kalten Krieges ist die als Panzerabwehrhubschrauber PAH-1 1979 in Dienst gestellte Bo-105P. Sie soll die zahlenmäßig der NATO weit überlegenen Panzerarmeen des Warschauer Pakts wirkungsvoll bekämpfen. Und das ist das Übungsziel. Manchmal nur Zentimeter über dem Boden schleicht sich der PAH an, steigt kurz auf, nimmt einen Feindpanzer ins Visier, feuert eine Rakete ab. 3, 2, 1, Feuer! Treffer! Vielleicht auch noch eine zweite. Und wechselt dann schnell seine Stellung, damit der Feind nicht erkennt, woher der Angriff kam. Die Bo-105M. Eine Maschine mit vielen Variations- und Einsatzmöglichkeiten. Die unentbehrliche Biene fürs Heer. Wir haben natürlich in den Zeiten des Kalten Krieges einen Schwerpunkt gehabt darauf, unser Land bestmöglich gegen mögliche Opponenten zu verteidigen. Und da war es wichtig, dass wir zum Beispiel die Panzerabwehr aus der Luft geschaffen haben und dass wir die auch gelebt haben und weiterentwickelt haben. Aber die Transportaufgaben waren mindestens genauso wichtig, denn die Bodentruppe braucht Flexibilität, Schnelligkeit und Möglichkeiten, Schwerpunkte schnell verlagern zu können. Auch in den 70er Jahren in Dienst gestellt wird die Sikorsky CH-53. Nun hat auch das Heer seinen Jumbo, die CH-53G. Unter den fliegenden Lastenträgern des Westens der Elefant. Denn kein Hubschrauber schleppt so viel und so schnell wie der neue. Seine älteren, aber kleineren Brüder bei der Truppe, wie die Alouette oder die Bell UH-1D, bekommen das in diesen Monaten zu spüren. Er verdrängt, ersetzt oder ergänzt. Die CH-53 wird von der Bundeswehr zum Transport von Personen und Material sowie für militärische Sonderaufgaben genutzt. Als wir es nicht glauben wollten, hatten es die Heeresflieger in Bückeburg ganz eilig, uns zu überzeugen. 38 ausgerüstete Soldaten finden in der neuen Sikorsky schnell und bequem ihren Platz. Insgesamt 112 Hubschrauber des Typs CH-53 wurden von der Bundeswehr beschafft. In vier unterschiedlichen Baureihen ist das seit 1975 in der Bundeswehr beheimatete Luftfahrzeug als mittlerer Transporthubschrauber im Einsatz. Die heutige Bundeswehr ist stark auf internationale Einsätze innerhalb von NATO-Verbänden ausgerichtet. Nach den Erfahrungen der ersten multinationalen Auslandseinsätze wurden 20 Hubschrauber bis 2002 zur Variante CH-53GS Kampfwert gesteigert. GS steht dabei für German Special. Sie sind gepanzert, mit Maschinengewehren ausgerüstet und haben Anlagen zur elektronischen Kampfführung. Dabei sind sie nacht- und tiefflugfähig. Ebenfalls neu ist die Variante GA, wobei das Kürzel für German Advanced steht. So aufgerüstet können sie im Systemverbund mit dem Kampfhubschrauber Tiger und dem Transporthubschrauber NH-90 kämpfen. Auch für spezielle Aufträge wie der Durchführung von militärischen Evakuierungsoperationen sowie Entführungs- und Geisellagen wird die CH-53 eingesetzt. Fireblade, eine der größten militärischen Hubschrauberübungen Europas. 5 Nationen trainieren hier mit 14 Hubschraubern und 450 Soldaten die internationale Zusammenarbeit für zukünftige Einsätze. Mitten im Geschehen 3 CH-53 der Lufttransportgruppe des Hubschraubergeschwaders 64 aus Holzdorf. Wird das gemeinsame Schießen, Anlanden und Medevac-Einsätze. Alles Szenarien, die die Streitkräfte der verschiedenen Nationen in ihren internationalen Einsätzen erwarten. Neben der Personenrückführung trainieren die Hubschrauberbesatzungen besonders intensiv das Absetzen und Wiederaufnehmen von Spezialkräften.
Dazu gehört auch das Training über Wüstenböden, ein besonders schwieriges Unterfangen. Hier müssen die CH-53-Besatzungen mit dem tückischen Brownout, dem extremen Aufwirbeln von feinem Wüstensand durch den Hauptrotor rechnen und dabei nicht die Orientierung verlieren. Stationiert ist die Lufttransportgruppe des HSG 64 auf dem Flieger Horst Holzdorf. Hier am Standort wird durchgeführt die Ausbildung für Luftfahrzeugführer, also für Piloten und Pilotinnen, für Bordsicherungssoldaten und Soldatinnen und natürlich für bordtechnisches Personal, die zusammen dann hier an Bord der CH-53, dem größten Transporthubschrauber der Bundeswehr, im Rahmen einer Crew dann ihren Dienst verrichten. Wir bilden hier im Grunde genommen jungen Luftfahrzeugführer und jungen Besatzungsmitglieder von der eher theoretischen bis zur fliegerpraktischen Ausbildung weiter. Das Ganze geht immer los mit einer sogenannten Musterberechtigung. Das heißt, man wird eingewiesen auf das Waffensystem, um dann im Nachgang dort weiter in die taktische Ausbildung zu gehen. Der mittlere Transporthubschrauber CH-53 wird seit über 40 Jahren bei der Bundeswehr zur Personen- und Materialbeförderung eingesetzt. Der Laderaum der CH-53 kann über eine Heckrampe auch mit kleineren Militärfahrzeugen beladen werden. Zwei Triebwerke mit je 4.330 PS erlauben eine Höchstgeschwindigkeit von 295 km pro Stunde. Die Reichweite der CH-53 beträgt 625 km. Dabei erreicht der bis zu 19.050 kg schwere Hubschrauber eine maximale Betriebsflughöhe von 2.750 Meter. Neben den 4-Mann-Stammbesatzung finden bis zu 36 Personen im Laderaum Platz. Laute Triebwerksgeräusche kündigen sie an. Eine CH-53 im Landeanflug auf Holzdorf. Der riesige Transporthubschrauber ist bei den Soldaten der Bundeswehr sehr beliebt und hoch geschätzt, trotz seines hohen Alters. Die kraftvollen Triebwerke, eine äußerst robuste Bauweise und nicht zuletzt hochspezialisierte Piloten, Warte und Mechaniker machen die CH-53 zu einer zuverlässigen Kampf- und Transportmaschine. Oberfeldwebel Tom Langer ist mitverantwortlich für den reibungslosen Einsatz des Hubschraubers. Der technische Dienst ist dafür zuständig, um die Flugsicherheit der Maschinen zu garantieren, damit die Piloten sicher starten, sicher ihren Flugauftrag umsetzen können und auch sicher wieder landen können. Zusätzlich ist unsere Aufgabe die Vorflug- und Nachfluginspektion, genauso wie nicht planbare oder planbare Inspektionen durchzuführen, genauso wie Flugdienstinspektionen. Der Wartungsaufwand an den in die Jahre gekommenen Maschinen ist enorm. Auch wenn die CH-53 in den letzten Jahren viele elektronische und mechanische Updates bekommen hat. Die Mechaniker und Warte des HSG 64 müssen tagtäglich Höchstleistungen vollbringen, um die LKW der Lüfte des Geschwaders einsatzbereit zu halten. Wir überprüfen die Triebwerke auf Dichtigkeit, dass nirgendwo Kraftstoff oder Öl ausläuft. Genauso wie die sensiblen Bauteile der Triebwerkssteuerung, dass da nirgendwo Kraftstoff ausläuft oder uns irgendwo Leckmengen entgegenkommen. 18 Jahre Afghanistan-Einsatz haben an den Maschinen ihre Spuren hinterlassen. Schnell war die Technik vieler CH-53 verschlissen. Die Flugsicherheit steht für die Warte immer an erster Stelle. Wir kontrollieren genauso vor und nach jedem Flug, ob die Notausfahranlage der Fahrwerke noch intakt ist, dass keine Auslösung stattgefunden hat, genauso dass alles richtig befestigt ist und auch da nirgendwo lose Befestigungsteile sind, genauso wie Leckage. Wann ein moderner, digitalisierter Hubschrauber mit aktuellen Kommunikations- und Datenübertragungssystemen bei der Bundeswehr eingeführt wird, steht allerdings noch nicht fest. Die Nutzungsdauer der CH-53-Flotte ist bei der Bundeswehr bis in die 2030er Jahre eingeplant. An Bord der CH-53 befinden sich bis zu 3 sogenannte Doorgunner, also Bordschützen. Sie kämpfen mit schweren Maschinengewehren vom Typ M3M. Die MG sind auf speziellen Lafetten an der Heckrampe und an den Seitenöffnungen des Hubschraubers montiert. Die moderne Waffe ist äußerst robust und hat selten Störungen. Wichtig ist, dass am Tagesende alle Maschinen flugklar sind und sicher für den Flug sind. Mittlerweile ist die Einsatzbereitschaft des Transporthubschraubers CH-53 die niedrigste aller fliegenden Waffensysteme der Bundeswehr.
Zu ihrer Entlastung und für ein Anheben der Einsatzbereitschaft hat die Bundeswehr den NATO-Helikopter 90, den NH-90, beschafft. Derzeit haben das deutsche Heer 82 und die Marine 18 des NH-90 in Bestand. Im Wesentlichen wird der neue Hubschrauber beim Heer für taktische Transporteinsätze genutzt. Aber er kommt auch in der Rolle als bewaffneter Begleitschutz zum Einsatz. Zwei Rolls-Royce-Turbinen mit je gut 2400 PS verleihen dem Hubschrauber eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 300 km pro Stunde. Seine Reichweite beträgt 1000 Kilometer. Dabei erreicht der 11.400 Kilogramm schwere Mehrzweckhubschrauber eine maximale Betriebsflughöhe von 6.000 Meter. Mit dem NH-90 können neben der Besatzung von 3 Soldaten bis zu 20 weitere Personen transportiert werden. Das Cockpit des NH-90 ist mit 4 Multifunktionsdisplays ausgerüstet. Diese zeigen dem Piloten alle relevanten Daten an. Eine Besonderheit ist auch der Einsatzhelm. Der Pilot bekommt direkt im Visier eine Vielzahl an Daten eingespiegelt. Zum Beispiel die Information, wo der neben ihm sitzende Pilot gerade hinsieht. So verfügen beide immer über dieselben Informationen und können besonders im Tiefflug schnell reagieren. Wie die CH-53 verfügt auch der NH-90 über eine Heckklappe. Immer wieder trainieren die Soldaten der Bundeswehr das Boarding über die elektrisch ausfahrbare Rampe am Heck. Alle Beteiligten müssen mit den taktischen Verfahren vertraut sein, denn im Einsatz kommt es auf Geschwindigkeit an. Schnell müssen die Infanteristen in den Hubschrauber rein, aber auch wieder herauskommen. Im Heer betreiben wir den NH-90 in 2 Varianten, einmal in der Variante als Transporthubschrauber und einmal in der Variante als Medevac-Hubschrauber. Das heißt, wir können diesen Hubschrauber so ausrüsten, dass wir im Prinzip einen Krankenwagen komplett mit allem, was ein Krankenwagen haben muss, ausstatten, um eben Verletzte, Verwundete oder auch sogar stark Verwundete Soldatinnen und Soldaten direkt aus dem Gefechtsfeld herauszufliegen. Diese beiden Rollen erfüllt er gut. Wir sind da in einer Ausstattung, die ich als sehr modern bezeichnen würde. Und durch seine Größe, er ist nicht zu groß und nicht zu klein, bleibt auch eine gute Agilität erhalten, sodass er tatsächlich auch im bodennahen Luftraum sehr gut operieren kann. Der NH-90 ist ein Hightech-Hubschrauber. Sämtliche Systeme sind digital gesteuert und überwacht. Der Militärhubschrauber besitzt eine spezielle Motorstaubfilteranlage und eine leistungsstarke Funkantenne an der gesamten linken Kabinenseite. Diese ermöglicht eine Kommunikation über extrem weite Entfernungen hinweg. So ist die Maschine von Grund auf für internationale Einsätze und schwieriges Terrain ausgelegt. Die Steuerbefehle des Piloten werden über ein sogenanntes Fly-by-Wire-System an den Flugcomputer und von dort aus an einen Kontrollcomputer übermittelt. Die Systeme sind zur Sicherheit bis zu 4-fach redundant. Der NH-90 ist überwiegend aus leichtem Carbon gefertigt. Neben dem Vorteil eines geringeren Gewichts wird auch dadurch das eigene Radarecho erheblich reduziert. Mit diesem modernen Hubschrauber hat sich die Einsatzfliegerei in der Bundeswehr entscheidend verändert. In Deutschland wird die Bundeswehr auch immer wieder bei Naturkatastrophen eingesetzt. Und in den letzten Jahren gewinnt dabei die Fähigkeit zum Feuerlöschen an Bedeutung. Die Sommer werden heißer und trockener. Ausgedehnte Wald- und Flächenbrände sind die Folge. Um diese effektiv zu bekämpfen, fordert die Feuerwehr zunehmend Unterstützung an. So helfen vermehrt Hubschrauber der Bundeswehr den Einsatzkräften der Feuerwehr bei der Brandbekämpfung aus der Luft. Es gibt ganz vorgeschriebene, strikte Alarmierungswege. In dem Fall, ein Landkreis hat eine größere Feuerschadenslage eben, kann der über das Lagezentrum des Innenministeriums Hubschrauberunterstützung anfordern. Auch die Unterstützung der Bundeswehr. Lechfeld in Bayern. Die Zusammenarbeit zwischen Militär, Polizei, Feuerwehr und zivilen Kräften stellt immer wieder aufs Neue eine Herausforderung dar. Denn im Einsatz müssen Kommunikation und Abläufe perfekt abgestimmt sein.
Das ist eigentlich auch der Sinn dessen, was wir hier machen. Du kannst nicht alles koordinieren. Wir wissen meistens nie, wo wir sind. Das ist die Challenge von euch, dass ihr euch auseinanderstreckt. Sind wir als gewohnt als Militär, ist grundsätzlich ja kein Problem. Die Hubschrauber sollen das Löschwasser aus einem nahegelegenen See entnehmen. Dann schnellstmöglich zum Brandherd fliegen. Baggersee, aufpassen, der ist sehr tief. Also ca. 10, 15 Meter unterhalb der Erdoberfläche fängt der See erst an. Jetzt müssen die Löschwasser-Außenbehälter, Smokey genannt, mit 5000 Liter Fassungsvermögen schnellstmöglich von den Bodenkräften an den Hubschraubern befestigt werden. Neben den beiden Piloten besteht die Hubschrauber-Crew noch aus 3 Bordmechanikern, welche die Piloten bei der Wasseraufnahme und dem Löschvorgang unterstützen. Einer dieser Soldaten dient ausschließlich als Smokey-Operator. Über Funk sind die Hubschrauberbesatzungen mit den Einsatzkräften am Boden verbunden und koordinieren so das Anbringen des Löschwasserbehälters. 5000 Liter Wasser ist eine enorme Menge an Löschwasser, die bei richtiger Anfluggeschwindigkeit und auch Höhe hocheffizient Gestehungsbrände ablöschen können. Ja? Also diese vermeintlich kleinen Behälter sind die größten, die es gibt hier in Bayern. Es gibt durchaus kleinere, 1500 Liter, 900 Liter, 800 Liter. Und die CA53 ist da schon das effektivste Instrument, ja, zur Brandbekämpfung. Die Hubschrauber fliegen jetzt mit dem Smokey unter dem Rumpf in Richtung Baggersee. Der Behälter hat ein Bodenventil, das vom Operator aus dem Hubschrauber heraus geöffnet und geschlossen werden kann. Damit die Aufnahme des Wassers erfolgreich und unfallfrei erfolgt, muss die CH-53-Crew in der Luft perfekt zusammenarbeiten. Bei so einem Feuerlöscheinsatz kann natürlich viel passieren. Der Behälter, der kann sich am Seeboden, wo wir das Wasser schöpfen, kann der sich natürlich in Ästen verfangen. Äste können in das Ventil reingehen, dass ich den Behälter nicht schließen kann. Dann muss ich erst wieder zum Landeplatz zurück. Es kann in dem Wasser sich irgendwo ein Ast in dem Steuerkabel verhängen. Dann kann ich den Behälter nicht mehr öffnen. Dann habe ich 5000 Liter Wasser am Hubschrauber und ich kann, kann das Wasser nicht loswerden. Ich muss diesen vollen Behälter irgendwo abstellen. Wenn der Hubschrauber an der Leistungsgrenze ist, dann ist das natürlich auch dann schon ein bisschen ein kritischer Punkt. Bei solchen Temperaturen wie heute, was richtig passieren kann, ist natürlich auch, dass der Hubschrauber ein technisches Problem hat, sodass er diesen Behälter absichtlich abwerfen muss. Und das passiert natürlich dann auch auf einem Gelände, wo niemand ist. Solche Sachen werden in Briefings, bevor dieser Einsatz beginnt, besprochen, was dann in solchen Fällen zu tun ist. Und dann gibt es Gebiete, wo wir solche Sachen dann abwerfen, dass eben keine Menschen zu Schaden kommen. Der Smokey ist mit 5000 Liter Löschwasser gefüllt. Eine enorme Außenlast, die jetzt am Hubschrauber zerrt. Die Piloten müssen das im Vorfeld genau einplanen und mit bedeutend weniger Treibstoff als üblich fliegen, damit sie die Triebwerke der CH-53 nicht überlasten. Der Waldbrand wird von der örtlichen Feuerwehr mit brennenden Containern simuliert. Die Piloten sind hochkonzentriert. Sie müssen das Terrain genau im Auge behalten, um nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief zu fliegen. Jetzt muss der Smokey Operator über ein elektrisches Steuersignal das Bodenventil des Wasserbehälters öffnen. Das Zeitfenster ist extrem kurz, denn in nur wenigen Sekunden hat die CH-53 den Brandherd überflogen. Diese wenigen Sekunden entscheiden über Erfolg oder Misserfolg der Mission. Die Bundeswehr im Gefecht der verbundenen Waffen. Abgesessene Infanterie, Aufklärung durch Heron-1-Drohnen, starke Panzerkräfte wie der Leopard 2. Sie alle kämpfen im Verbund gegen den Feind. Dabei werden Kräfte und Mittel gebündelt eingesetzt, um eine stärkere Waffenwirkung zu erzielen. Feuer und Bewegung, das sind die wichtigsten Elemente im Kampf der verbundenen Waffen. Wenn wir nicht üben, wie wir kämpfen, dann sollten wir vielleicht das Kämpfen sein lassen, weil wir vielleicht dann überrascht werden von Dingen, von denen wir nicht überrascht werden wollen. Das heißt, es kommt auch darauf an, dass der Hubschrauberpilot und die Hubschrauberbesatzung eben auch mit der Bodentruppe übt. Und zwar so übt, wie die Bodentruppe kämpft, um eben bestmöglich unterstützen zu können. Alles andere wäre nicht zielführend. Mit dabei die Tiger des Kampfhubschrauberregiments 36 aus Fritzlar. Der Tiger gehört zu den modernsten Kampfhubschraubern der Welt. Er bekämpft feindliche Luft- und Bodenziele in der Tiefe, unterstützt eigene Kräfte
und besitzt die Fähigkeit zur Gefechtsfeldaufklärung. Der Tiger kann mit einem Waffenmix aus Panzerabwehrlenkflugkörpern HOT-3, Lenkflugkörpern PARS-3LR, ungelenkten 70mm Raketen, einem schweren 12,7mm Maschinengewehr und Stinger-Raketen bestückt werden. Ziel beim Einsatz des Tiger bei internationalen Einsätzen der Bundeswehr ist es, Feindkräfte alleine durch die Anwesenheit der Kampfhubschrauber abzuschrecken. Im Kontakt mit den eigenen Verbänden am Boden wird der Gegner lokalisiert. Dann werden die Stellungsräume der Tiger vom Schwarmführer festgelegt und der Einsatz koordiniert. Bei einem möglichen Waffeneinsatz werden die Feindkräfte dann gezielt vom Tiger bekämpft. Das Kampfhubschrauberregiment 36 Kurhessen ist das letzte Kampfhubschrauberregiment der Bundeswehr und hat den Auftrag, Feuerunterstützung aus dem bodennahen Luftraum für die gesamten Streitkräfte zu leisten. Das umfasst Panzerabwehr aus der Luft, Kampf gegen Hochwehrziele, entweder selbstständig oder unterstützend, Begleitschutz für Lufttransportoperationen und Freikämpfen der Landezonen und weiträumige Überwachung und Aufklärung in den Flanken der eigenen Truppe. Oberst Schmuck ist selbst erfahrener Pilot und kennt den Tiger in- und auswendig. Besonders bei den Einsätzen in Afghanistan und Mali hat sich der Kampfhubschrauber bewährt. Doch nun sieht sich Kommandeur Schmuck nach den internationalen Einsätzen vor der wichtigen Aufgabe, das Regiment und seinen Tiger für die Landes- und Bündnisverteidigung fit zu machen. Dafür verfügt das Kampfhubschrauberregiment 36 mit dem Tiger über ein schlagkräftiges und hochmodernes Waffensystem. Zwei leistungsstarke Triebwerke mit je knapp 1200 PS geben dem Hubschrauber eine Höchstgeschwindigkeit von 268 km pro Stunde. Seine Reichweite beträgt 671 km. Der bis zu 6,1 Tonnen schwere Hubschrauber hat eine maximale Betriebsflughöhe von 4000 Meter. Die Besatzung besteht aus dem Piloten und dem Bordschützen. Das Besondere des Kampfhubschraubers Tiger ist das sogenannte Mastvisier mit Kameras und Laserentfernungsmesser. Dadurch verschafft er sich gegenüber seinem Gegner den Vorteil, dass er vollständig in Deckung bleiben kann, während er das Gefechtsfeld beobachtet und Ziele identifiziert. Um seine Besatzung zu schützen, ist die Flugzelle zusätzlich mit einer Verbundpanzerung geschützt. Die sogenannten ERA-Kacheln sind aufgeschraubt und sollen einen möglichst effektiven ballistischen Schutz gegen verschiedene Angriffsformen gewährleisten. Der Rumpf des Tiger ist besonders schlank und weist dadurch eine nur sehr geringe Radarsignatur auf. Durch modernste Nachtsicht- und Wärmebildgeräte ist der Kampfhubschrauber sowohl Nachtflug- als auch nachtkampffähig. Eine wichtige militärische Voraussetzung, denn nur Truppen, die auch nachtkampffähig sind, sind zu 100% einsatzbereit. Die Besatzung des Tiger bilden zwei Soldaten, der Pilot und der Waffensystemoffizier. Das Besondere am Tiger ist selbstverständlich, es ist auch der einzige Hubschrauber, wo die Besatzung hintereinander sitzt. Also wir können uns quasi nicht in die Augen schauen und nonverbale Kommunikation betreiben. Das muss alles auf Vertrauen und auf Zuruf passieren. Und Tigerfliegen ist einfach eine Leidenschaft. Gerade im tiefen Bereich, dicht über der Hinderniskulisse, in Wäldern. Das ist schon eine Herausforderung, aber auch gleichzeitig sehr viel Spaß. Die Produktion des Tiger ist ein europäisches Gemeinschaftsprojekt. In den Airbus-Helikopterswerken in Donauwörth bei Augsburg werden der vordere Rumpf mit dem Cockpit, die Rotorblätter und die Rotornarbe hergestellt. Andere Teile des Kampfhubschraubers werden in Frankreich und Spanien gebaut. Die Endmontage der deutschen Version des Tiger befindet sich dann wieder in Donauwörth. Die Zelle des Tiger besteht zum größten Teil aus modernen Verbundstoffen. Aus vorgefertigten Faserplatten werden die Teile Schicht für Schicht zusammengeklebt. Eine sehr aufwendige und zeitraubende Art der Produktion. Die lohnt sich aber im Gegensatz zur Fertigung aus Metall. Der Kampfhubschrauber ist dadurch sehr leicht, hat eine sehr niedrige Radarsignatur, ist bedeutend stabiler und sicherer und weist eine wesentlich geringere Materialermüdung auf. Sind die Bauteile fertig laminiert, werden sie unter hohem Druck und großer Hitze in einem riesigen Ofen ausgehärtet. Der Produktionsablauf beim Tiger ist ähnlich getaktet wie in der Autoindustrie.
Doch hier ist alles Handarbeit. Jedes angelieferte Bauteil wird vor dem Einbau strengstens auf seine Qualität geprüft, bevor es eingebaut wird. Sind alle elektronischen Systeme eingebaut, geht es an die insgesamt 30 Kilometer lange Verkabelung. Inzwischen wird bereits an einer neuen Tiger-Generation gearbeitet. Dabei soll die Zelle erhalten bleiben, aber die komplexen Elektronikkomponenten für die Avionik und Waffensysteme völlig neu konfiguriert werden. Dabei ist auch weiterhin eine enge Zusammenarbeit zwischen Frankreich, Spanien und Deutschland vereinbart. Wie beim aktuellen Tiger kommen dann die vorgefertigten Teile in Donauwörth an und werden hier zum fertigen Kampfhubschrauber entmontiert. Der komplexeste Teil in der Produktion ist in dem Moment, wo die dynamischen Komponenten montiert werden und die Elektrik das erste Mal aufgeschalten und getestet wird und alle Systeme in ihrer Funktion überprüft werden. Dynamische Teile sind zum Beispiel die Haupt- und Heckrotorblätter oder das Getriebe, die Verbindung vom Triebwerk und Rotorsystem. Es ist aus Titanlegierungen gefertigt und muss bei Ölverlust bis zu 30 Minuten im trockenen Zustand laufen können. Zwei Zweiwellenmotoren treiben den Kampfhubschrauber an. Jedes der beiden Triebwerke ist ebenfalls aus Titan gefertigt und wiegt so nur rund 170 Kilogramm. Ist der Tiger fertiggestellt, wird er vor seiner Auslieferung von den Werkspiloten auf Herz und Nieren geprüft. Insgesamt dauert die Herstellung eines Tiger rund ein halbes Jahr. Zum Tiger, so wie er hier jetzt im Moment steht, stecken 20.000 Arbeitsstunden, bis er soweit ist, dass er fliegen kann. Es stecken ca. 17.000 Zeichnungsteile, 30 Kilometer Kabel und mit allen Schrauben und Nieten ca. 120.000 Teile. Und das hat seinen Preis. Abhängig von der jeweiligen Konfiguration kostet ein Bundeswehr-Kampfhubschrauber Tiger bis zu 55 Millionen Euro. Fritzlar in Nordhessen. Drei Tiger des Kampfhubschrauberregiment 36 werden zum Start vorbereitet. Das genaue Ziel der heutigen Übung ist noch streng geheim. Erst kurz vor dem Take-off wird den Piloten ihr Auftrag mitgeteilt. Versteckt zwischen Wäldern auf einem kleinen Feld in Hessen wird heute ein wichtiges Ernstfallszenario geübt. Die Hubschrauber sollen sich an einem sogenannten FARP versorgen, einem vorgelagerten geheimen Versorgungspunkt im Kampfgebiet. Das heißt, auftanken und neue Munition laden unter Bedingungen im Feld. Der FARP oder Forward Arming and Refueling Point ist die logistische Achillesferse für jede Operation des Tigers. Sie müssen sich vorstellen, der Schwarm unterstützt ein Bataillon oder eine Brigade durch Panzerabwehr aus der Luft, hat verschossen und anstatt in eine FOB zurückzukehren, wird an diesem FARP schnell munitioniert und betankt, um dann wieder direkt den Unterstützungsauftrag wahrnehmen zu können. Oft ist für längere Operationen im Gefechtsgebiet die Reichweite der Kampf- oder Spezialkräftehubschrauber zu gering, um nicht bis zurück zur eigentlichen Basis, der Forward Operating Base, kurz FOB, fliegen zu müssen, wird auf solchen improvisierten vorgeschobenen Versorgungspunkten getankt und Munition gefasst. Das Verfahren ist ein NATO-Standard und muss regelmäßig trainiert werden. Eine Versorgung dauert maximal 30 Minuten, dann starten die Maschinen wieder voll gefechtsbereit. Der FARP ist hochmobil und verlegt nach der Versorgung sofort zu einem neuen Standort. Eine mögliche Aufklärung und Zerstörung durch den Gegner soll so effektiv verhindert werden. Wenn möglich, wird der FARP von anderen Hubschraubern, wie der CH-53, durch den Transport von Munition und Treibstoff unterstützt. Der FARP an sich ist natürlich ein Hochwertziel für einen möglichen Gegner. Denn damit kann er die Operation der Kampfhubschrauber unterbinden, weil sie nicht mehr versorgt werden. Und dementsprechend müssen wir natürlich darauf achten, dass wir den FARP möglichst lange versteckt oder gedeckt halten, dass wir dann überraschend, just in time, die Versorgung der Hubschrauber übernehmen können und nach dem Versorgungsvorgang wieder verschwinden von dem Ort. Die Standzeiten der Tiger werden dabei so kurz wie möglich gehalten, denn die nächsten Hubschrauber warten schon auf ihre Versorgung. Wie bei einem Boxenstopp in der Formel 1 fliegen die Hubschrauberschwärme ein und aus. Diese Spezialoperationen werden immer wieder von den Besatzungen und den Bodentruppen geübt, unter Gefechtsbedingungen. Nur ein reibungsloser Ablauf garantiert im Ernstfall die Gefechtsbereitschaft und damit das Überleben.
Schon kurz nach ihrer Gründung stellt die Bundeswehr ihre ersten Hubschrauber in Dienst. Seitdem sind sie im Rettungs-, Transport- und Kampfeinsatz. Neu hinzu kam der taktische Einsatz von Spezialkräften von Heer, Luftwaffe und Marine. Auf den Schlachtfeldern des 21. Jahrhunderts haben Hubschrauber in der Versorgung, der Evakuierung und im Kampf längst eine Hauptrolle übernommen. Die Zukunft liegt darin, dass wir sowohl autonome als auch teilautonome Hubschrauber fliegen lassen können sollen. Das bedeutet Mensch-Maschine-Interface. Wir wollen versuchen, dass wir selbstständige, wie künstliche Intelligenz, ist ein ganz entscheidendes Schlagwort, Vernetzung von Hubschraubern untereinander bis hin zum Einsatz von Drohnen, die einen Einsatz von Hubschraubern autonom mit künstlicher Intelligenz unterstützen können. Das ist ein komplexes System. Die Entwicklung hat begonnen in diesem Bereich. Wir haben in verschiedenen Krisensituationen schon erlebt, was es bedeutet, Schwarmintelligenz von Drohnen zu erleben. Und da müssen wir mithalten, da müssen wir Schritt halten. Und deshalb glaube ich, dass die Zukunft von Drehflüglern darin liegt, dass wir den Mensch zwar immer im Loop haben, denn der muss am Ende entscheiden. Auch ethisch muss er entscheiden, was er tut in einem Einsatz. Aber dass wir möglichst viele unbemannte Unterstützungsmöglichkeiten um diesen Menschen in seinem Fluggerät dann herum haben, um ihn zu schützen und zu unterstützen.